Also willkommen zu unserer ersten Sendung im neuen Jahr 2016 und ich darf Ihnen ganz herzlich ein schönes und erfolgreiches neues Jahr wünschen und ich hoffe, es wird schön und gut. Und wir wollen gleich anfangen mit einer Erfolgsgeschichte, nämlich die heißt Reinickendorf. Und der Bürgermeister von Reinickendorf, Franz Balzer, ist heute bei mir. Ganz herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke. Und ein Mann aus der Werbebranche, der nämlich dieses schöne Produkt mitgestaltet, mitverantwortet, mitinitiiert hat, nämlich eine Darstellung der erfolgreichen Firmen von Reinickendorf, nämlich Ralf Zürn. Herzlich willkommen. Danke. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, eine schöne Broschüre zu machen über Ihr schönes Dorf, Reinickendorf, was ja gar kein Dorf ist, gemessen an der Einwohnerzahl? In der Tat, 250.000 Einwohner bezeichnet man sicherlich nicht als Dorf, aber... Das ist so wie Wiesbaden, glaube ich, nicht? Ja, sogar ein bisschen größer, auch ein bisschen größer als Kiel und als Magdeburg, also als Landeshauptstädte in den einzelnen Bundesländern. Aber diese Broschüre, dieses Bezirksporträt soll nochmal herausarbeiten, was der Bezirk alles zu bieten hat. Und das ist eine ganze Menge und das ist auf 100 Seiten perfekt von Herrn Zürn zusammengetragen worden. Und deshalb bin ich Herrn Zürn sehr dankbar, dass er dieses Werk hier so erstellt hat. 100 Firmen sind da etwa drin, aber das nicht alles, nicht? Was ist Reinickendorf? War die Auswahl schwierig? Sie müssen sich das so vorstellen, dass Reinickendorf eine gut vernetzte Wirtschaftskraft besitzt. Wir haben nicht 100 Firmen sind, es sind 100 Seiten insgesamt. Es sind 30 Firmen, die porträtiert sind, die stellvertretend, also synonym stehen für den gut funktionierenden Wirtschaftsmotor. Über den Rest der gesamten Porträtserie haben wir natürlich die Situationen Leben, wie auch Arbeiten und insgesamt sich Wohlfühlen auch noch angehangen. Also es geht nicht nur um Firmen, sondern es ist ein Mix aus allen diesen Faktoren. Das ist wunderbar. Wenn Sie mal so 1, 2, 3, 4, 5 herauspicken, über die wir heute mal ganz besonders reden wollen. Was mir aufgefallen ist, ist ein großes Foto von einer blonden Frau. Da bin ich gleich drüber gestolpert und habe gedacht, was macht denn diese blonde Frau in Reinickendorf? Das ist Frau Mohr mit ihrer Tochter, ein Unternehmen, was sich mit Trocknungsanlagen beschäftigt und Marktführer auch hier in Berlin ist. Also wenn es nasse Keller, nasse Gebäude oder ähnliches gibt, ist das eine Firma, die aus Reinickendorf in Berlin und darüber hinaus behilflich ist. Die ist Weltmarktführer, nicht? Die ist Marktführer in Berlin. Ja. In Berlin. Und wie kommen zwei Frauen darauf, Mutter und Tochter Keller auszutrocknen? Das hängt auch ein bisschen mit dem Haben Sie auch geschmunzelt am Anfang, oder? Ja. Diese Firma hat sich rechtzeitig spezialisiert und dort eine Nische gefunden, die in der Tat von ganz anderen Firmen nicht besetzt wird und ist hochgradig professionell. Ich habe selber eine Erfahrung mit der Firma machen dürfen. Wir wurden auch schon werblich für die Herrschaften tätig. Ich glaube, Zuverlässigkeit und Perfektion sind die beiden Stichworte für die, die über 24 Stunden am Tag zutreffen und somit dazu geführt haben, dass sie sich mit einer großen Passion diesem Thema widmen können. Ja, das ist ja, bei sowas wundere ich mich immer, ja, wie man denn als Frau darauf kommt. Denn eigentlich ist das doch so keine Frauendomäne, oder? Was haben Sie gedacht das erste Mal, als Sie die getroffen haben? Wir haben andere Frauen auch, die in leitenden Positionen in Wirtschaftsunternehmen im Bezirk tätig sind. Aber in der Tat, gerade was den Baubereich angeht, sind Frauen sicherlich unterrepräsentiert. Und umso schöner ist es, dass sie mitmachen. Sie sind ja Bürgermeister von Reinickendorf. Sie sind auch Reinickendorfer. Sie sind Ur-Berliner. Das heißt, die kennen Sie alle. Alles, was hier ist, kennen Sie persönlich seit Jahren. Ja, Ur-Reinickendorfer, wenn man so möchte. Und in der Tat, alle, die sich dort engagieren, sind mir bekannt. Und von daher ist es schön, wenn man so gut zusammenarbeiten kann. Wie lange sind Sie schon Bürgermeister oder überhaupt in der Politik von Reinickendorf? Also seit 1998 bin ich Mitglied des Bezirksamtes und seit 2009 Bezirksbürgermeister. Also von daher 17 Jahre. 17 Jahre. Sind Sie mit jungen Jahren eingetreten? So ist das. Und seit 7 Jahren bin ich Bezirksbürgermeister. Und wollen noch nichts anderes machen? Nein, wenn ich diese Wahl, die jetzt im September stattfindet, gut überstehe und erfolgreich wiedergewählt werde, würde ich mich sehr freuen. Wie viel haben Sie denn beim letzten Mal geholt? Knapp unter 42% bei der Drittstimme. Und das ist schon davon kann man ja in heutigen Zeiten nur träumen. Ja, ich möchte nicht nur davon träumen, ich hoffe, dass es uns wieder gelingt. Ja.
Und Schwerpunkt in Reinickendorf, Ihre Arbeit ist die Wirtschaftspolitik, die Wirtschaftsansiedlung. Wo steht Reinickendorf eigentlich im Vergleich zu den anderen Bezirken von Berlin? Also ich glaube nicht nur, dass die Wirtschaftspolitik ein Schwerpunkt ist. Das ist in Reinickendorf sehr unterschiedlich aufgeteilt. Ich kümmere mich sehr sicherlich um das Thema Wirtschaft und damit einhergehend um das Thema Arbeitsplätze. Ich kümmere mich genauso auch um die Pflege des öffentlichen Raumes. Ich glaube, dass Reinickendorf, und das wird in diesem Bezirksporträt auch sehr deutlich, Reinickendorf ist in Berlin der Bezirk, der mit weitem Abstand den besten Eindruck macht. Er ist gepflegt. Rückschnitte, Rasen, Maat erfolgt regelmäßig. Es gibt aber das keinen kontrollieren Bezirk. Sie nicht jede Woche. Naja, ich kontrolliere es nicht jede Woche, aber ich habe zumindest die grobe Übersicht. Und dass jetzt im Frühjahr wieder ungefähr 350.000 Blumenzwiebeln blühen und 50.000 Blumen gepflanzt werden, das gibt es auch in keinem anderen Bezirk. Also von daher sind das schon Aufgaben, die wichtig sind. Eine solide Haushaltspolitik steht über alles. Dass wir auch in diesem Jahr, in 16 und im nächsten Jahr, 2017, den Haushalt so aufgestellt haben, dass keine Einrichtungen geschlossen werden müssen, dass wir das Angebotsniveau für die Reinickendorfer Bevölkerung so aufrechterhalten können, ist ja auch schon mal in der heutigen Zeit ein Erfolg. Können Sie doch mit 50% rechnen. Na, das wäre ein bisschen vermessen, aber ich würde mich auch für ein gutes Ergebnis natürlich freuen, keine Frage. Und da gibt es ja noch einen Politiker, der kommt aus Reinickendorf, nicht? Frank Steffel. Ja. Der hat auch das Direktmandat errungen, ja. 2013, mit einer sehr beachtlichen Prozentzahl. Ja, mit dem besten Ergebnis in Berlin. Und Frank Steffel und ich, wir sind fast zeitgleich in die CDU eingetreten, kennen uns also schon von daher seit über 30 Jahren und versuchen erfolgreich für den Bezirk Reinickendorf zu arbeiten. Wie sind Sie denn, Herr Zürn, darauf gekommen, so eine Broschüre zu machen? Ich meine, das spricht doch alles eigentlich von selbst. Reinickendorf. Sehen wir eigentlich hier noch ein Stück von Reinickendorf? Nee, ganz hinten. Mit Sicherheit sehen wir. Ich habe die ganze Zeit auf das Banner schon geschaut. Wir sehen noch einen Teil vom Bezirk. Es liegt daran, dass Reinickendorf als Randbezirk die größte Mitte, die größte Nähe, die Distanz zur Mitte hat, wie auch zu Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir haben von den Kilometern her in der Tat eine engere Anbindung und von der Infrastruktur eine ganz hervorragend ausgezeichnete. Sowohl die S-Bahn als auch die U-Bahn als die Autobahn erlauben es uns in beiden Zentren, Charlottenburg-Wilmersdorf wie auch Mitte, in Kürze zu sein. Und zwar schneller und enger als jeder andere Außenbezirk angebunden ist. Das ist ein infrastrukturelles Plus, was, glaube ich, für den Bezirk spricht. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn man sich mit den Fakten dieses Bezirks auseinandersetzt, dann staunt man, dass man innerhalb kürzester Zeit wahre Schätze hervorheben kann, ohne lange zu suchen. Wir haben zum Beispiel etwas, weil Sie Wiesbaden ansprachen oder Kiel, vergleichbare Städte in Deutschland, ein unendlich großes kulturelles Potenzial, weil unter anderem, das weiß vielleicht nicht jeder, die Brüder Humboldt im Bezirk geboren sind und aufgewachsen sind, eine hervorragende Jugend genossen haben. Selbst die Grabstätte der Familie befindet sich heute immer noch im Schloss Tegel, in der Nähe des Schloss Tegels. Da würden andere Städte. Wobei die wenigsten wissen, dass es zu Reinickendorf gehört. Das ist es ja. Das ist ja. Dass Tegel zu Reinickendorf gehört, das vielleicht Tegel, schon. Noch, das wusste ich, aber genau. Dass zu Reinickendorf gehört, wusste ich nicht. Ja. Und wir haben einige andere Faktoren, die sich schlicht und ergreifend mit soziodemografischen Werten auseinandersetzen. Das sind Haushaltsnettoeinkommenzahlen, das sind Einkommenszahlen, wo wir einige der Reinickendorfer Kieze haben. Übersetzen wir mal. Das heißt, Reinickendorfer sind reicher als die anderen in anderen Bezirken. Ich würde den Begriff reicher vermeiden. Wir haben eine extrem hohe Kaufkraft und eine grundsolide Situation in einigen dieser Ortsteilen. Kaum einem ist bekannt, dass Berlin 76 verschiedene Kieze hat. Unter diesen 76 Kiezen gibt es eine Top 10. Unter den Top 10, da sind 5 Reinickendorfer Ortsteile enthalten, die in Sachen Kaufkraft und Einkommen eben führend sind in Berlin. Das heißt, wir verfügen doch über ein gesundes Potenzial. Und da machen Sie noch eine so wunderbare Broschüre, um nochmal ausdrücklich darauf hinzuweisen. Es gibt ja nicht nur kleine Unternehmen, auf die kommen noch mehr. Die beiden Damen, Mutter und Tochter, haben wir schon erwähnt mit der Trocken. Das imponiert mir irgendwie. Ich hab mir was ganz anderes darunter vorgestellt. Ich habe gedacht, die trockenen Früchte oder so. Mitnichten. Ich bin nie darauf gekommen, dass die Keller trocknen. Ja? So ist es eben. Mhm. Und es gibt ja viele gestandene Unternehmen, zum Beispiel Vivantes auch in Reinickendorf. Das heißt, Sie haben eine gesunde Industriestruktur. Berlin, sind Sie der einzige Bezirk, der das noch hat? Naja, Herr Bürgermeister? Berlin ist ja da sehr unterschiedlich aufgestellt. In den Innenstadtbereichen gibt es ja kaum noch große Industrie. Ja, so wie in Mitte gibt es gar nichts. Die siedelt sich ja eher in den Außenbezirken an, beziehungsweise sie hat eine große Geschichte. Und wenn man sich Reinickendorf anschaut, als großen Weltplayer, ist zum Beispiel die Firma Otis zu nennen. Aufzüge. Die ja,
die weltweit vom Reinickendorfer Stand aus operiert. Und wenn man irgendwo in Europa in einem Fahrstuhl stecken bleiben sollte und man drückt, was ich nicht hoffe und was ich auch nicht glaube. In Otis Fahrstühlen bleibt man doch nicht stecken. Davon ist nicht aus. Dürfen Sie als Bürgermeister doch gar nicht sein. Auch noch nicht mal denken. Nicht mal denken. Und man ruft dann über den Notruf an, landet man auch in Reinickendorf. Von dort aus wird alles gesteuert. Egal, wo du bist in der Welt. Ja. Also das sind schon Faktoren, die uns natürlich auch ein bisschen stolz machen. Kleine Anekdote des Burj Khalifa. Sie sind bekannt aus Dubai als ehemals höchstes Gebäude der Welt. Sämtliche Ingenieurskunst aus Tegel ist in diesem Gebäude vereint. Das ist alles Zulieferung von Otis in Tegel. Im Ernst? Ja. Nehmen Sie das schöne Zoofenster in Berlin, das ist enthalten in dem Bezirksporträt. Das kennt jeder jetzt als Waldorf Astoria. Dort ist vom Feuerlöcher bis zum Aufzug alles aus Tegel angeliefert worden. Ein komplettes Reinickendorfer Produkt mitten in der City West, wenn Sie so wollen. Vielleicht passt Ihnen die Jacke nicht mehr, weil die Brust zu schmeißt. Nein, ich hab mich ja bemüht, diese netten kleinen Geschichten herauszuarbeiten. Und das ist in der Tat dann schon interessant, wenn man merkt, dass man sich nicht nur im Bezirk bewegt, sondern Geschichten erzählen kann, die in der ganzen Welt passieren und teilweise mit dem Bezirk zusammenhängen. Da müssen doch die anderen Bürgermeister in den anderen Bezirken sich auch nicht beneiden. Kommen die auch manchmal und sagen, Balzer, gib uns mal was ab. Ich glaube, jeder Bezirk definiert für sich seine eigene Struktur und seine eigene Schwerpunktsetzung. Und wir sind als Reinickendorfer, und ich glaube, dass die Zufriedenheit der Reinickendorfer mit dem Bezirk schon sehr groß ist. Deshalb gibt es ja gerade in Reinickendorf sehr wenige Zuzüge im Verhältnis zu anderen Bezirken. Also 2/3 der Reinickendorfer sind sozusagen Ur-Reinickendorfer und nur 1/3 tauscht sich aus. Und gehen auch nicht weg. Nein, was ja in den Innenstadtbereichen genau umgekehrt ist. Da gibt es also wenige, die dauerhaft dort wohnen bleiben und viele, die zuziehen und wieder wegziehen und für eine große Fluktuation sorgen. Und das ist eben auch ein Beleg dafür, dass Reinickendorf ein Bezirk zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Jetzt atmen wir mal ein bisschen durch, bevor den Herren hier die Jackets platzen vor lauter Stolz. Machen jetzt eine kleine Pause, dann sind wir wieder da. Dann reden wir weiter mit Frank Balzer, dem Bürgermeister von Reinickendorf, ein erfolgreicher Bezirk, von der CDU gemanagt. Sie sind wie lange schon in der CDU? Oh, ja, über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Ja, und mit Ralf Zürn von der Werbeagentur Unit Zürn. Und Sie haben das Ganze mitinitiiert. Kann man sagen, mit erfunden, diese schöne Broschüre. Das kann man wohl so sagen. Ja, und wir sprechen gleich weiter über Reinickendorf, was kein Dorf ist, sondern mit 250.000 größer als Kiel und Wiesbaden. Das sind alles Landeshauptstädte, aber Reinickendorf ist ein Bezirk. Bis gleich.